Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute mal wieder eine Mütze. Die haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich habe auf meinem Kanal seit über einem Jahr keine Mütze mehr gemacht. Also es wird Zeit. Ich mache eine Strickelmütze mit euch. Und zwar häkeln wir das Bündchen. Und den Rest stricken wir. Genau. Wenn ihr nicht stricken wollt, könnt ihr das Ganze, was ich stricke, aber auch einfach mit festen Maschen arbeiten. Dann kommt dasselbe bei raus. Genau. Wir fangen aber an mit unserem Bündchen und das ist für jeden gleich, ob ihr stricken oder häkeln tut. Wir fangen an. Mein Garn mal vorzustellen. Und zwar nehme ich meine Weihnachtsmütze Nummer 1, die Merry Christmas. Das Garn sieht so aus und gibt es in meinem Shop. Oh, es gibt auch noch ganz viele andere Mützen, Bobbin in meinem Shop. Ihr könnt aber auch Garne verwenden, wie ihr wollt, mit denen ihr am besten häkeln könnt und was ihr am schönsten findet. Das Ganze hier ist 5 Fedrig und hat 300 Meter. Ja, in der Regel kommt ihr gut mit einem Strang Wolle aus, um daraus eine Mütze zu machen. Zum Stricken braucht man ja generell ein bisschen weniger Wolle, also kommt ihr da ein bisschen besser bei aus. Beim Stricken braucht ihr keine Angst haben, wir stricken nur glatt rechts nach oben, also ohne irgendwas, keine Abnahmen, keine Zunahmen, kein nichts, kein gar nichts, sondern einfach nur nach oben gestrickt. So, was müsst ihr wissen, wenn ihr eine Mütze stricken bzw. häkeln wollt, müsst ihr euren Kopfumfang wissen. Das ist jetzt besonders wichtig fürs Bündchen. Ich bin immer diejenige, die das gerne ausprobiert, ob das Bündchen um meinen Kopf herum passt in relativ gespannten Zustand. Also nicht zu dolle gespannt, aber auch nicht zu wenig gespannt. Muss das Bündchen auch um meinen Kopf passen. Wenn ihr für wen anders strickt oder häkelt, häkelt das Bündchen, dann braucht ihr den Kopfumfang. Genau. So. Also ihr könnt das für jeden anderen beliebig auf jedes Garn anwenden, wie ihr das wollt, aber ihr müsst mit Zentimetern dann arbeiten. Ich nicht, weil ich nehme meinen Kopfumfang. Fertig die Geschichte. Ich packe das Garn einmal zur Seite und jetzt fangen wir schon mit dem ersten an, was auch ihr euch selber auswählen könnt, nämlich wie breit wird mein Bündchen. Ihr müsst euch vorstellen, das Bündchen häkeln wir jetzt. Wir haben hier Luftmaschen und häkeln hier entlang das Bündchen bis dieser Streifen lang genug ist und um unseren Kopf herum passt, dann wird der Streifen zusammengehäkelt und wir häkeln nach oben, wir stricken nach oben weg in Runden. Jawohl. Dafür habe ich mir auch schon mal eine Nadel zurechtgelegt mit einem relativ kurzen Seil. Das hier ist von Adi. Die Unicorn und die haben ein schönes kurzes Seil und damit stricke ich nachher in Runde meine Mütze. Gut, aber jetzt häkeln wir erstmal. Also, ihr schlagt euch eine Luftmaschenkette an, so breit wie euer Bündchen werden soll. Nicht wie lang, sondern wie breit es in der Höhe gehen soll. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich nehme 15 Maschen. Wir können noch mal zählen von hier angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Ich mache eine Wendeluftmasche und fange dann an, halbe Stäbchen in den 15 Maschen zu häkeln. Halbe Stäbchen, wartet, ich mache erstmal das erste, das ist ein bisschen schwieriger, besteht aus einmal den Umschlag, einstechen, Faden holen und alles zusammen abmaschen. Halbe Stäbchen bis durchhäkeln, bis ihr alle Maschen behäkelt habt. Ruhig immer zwischendurch mal zählen, damit euch keine Masche verloren geht. Generell ist es ein Bündchen, das heißt, es zieht sich zusammen. Auch da bitte nicht wundern. Das ist alles richtig. Das Ding muss sich zusammenziehen. Ihr könnt das auch schön unterschiedlich farbig machen, indem ihr eine andere Farbe für euer Bündchen oder ein anderes Garn für euer Bündchen benutzt und zum Stricken nochmal was anderes, dann kommt ja nochmal ein bisschen Farbe rein. So, jetzt mache ich zum Schluss eine Luftmasche und wende meine ganze Arbeit. Und nun häkle ich die halben Stäbchen zurück und steche nur in das hintere Maschenglied ein. Nur das hintere Maschenglied. Das vordere bleibt immer, also was euch vorne anguckt, bleibt immer unberührt. Wir nehmen nur das hintere. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr alle Maschen erwischt habt, dann zählt ihr bitte nochmal die Maschenanzahl ab, die ihr angeschlagen habt. Wenn ihr so wie ich 15, dann müsst ihr auch 15 halbe Stäbchen gemacht haben. Luftmasche zum Wenden. Und jetzt häkeln wir das Ganze wieder hoch und wieder nur in das hintere Maschenglied einstechen.
Und diese ganze Reihe wiederholen wir so lange, bis das Bündchen im leicht gespannten Zustand eure Zentimeter oder eben um euren Kopf herum passt. Das zieht sich jetzt hier so, umso mehr ihr gehäkelt habt, zieht sich das zusammen. Und wenn ihr das so ein bisschen auseinanderzieht, dann ist das der Zustand, wie er um euren Kopf passen muss. Also jetzt ganz fleißig, immer in das hintere Maschenglied ein halbes Stäbchen häkeln. Und wenn wir das gemacht haben, häkeln wir gleich im Anschluss die beiden Enden zusammen. Und fang an zu stricken. Bis dahin, ich freue mich drauf. Viel Spaß beim Häkeln. Bis gleich. Hi ihr Lieben, ich bin zurück. Mein Bündchen ist fertig. Das schaut so hier aus, wenn man das zusammenklappt. Ich werde jetzt auch nochmal abmessen, damit jeder so ein bisschen zufrieden ist, dass ich das gemacht habe, weil ich werde hin und wieder mal danach gefragt und eigentlich bin ich kein Freund vom Messen. Aber ja, mein Maßband ist voll mega alt. Aber das ist nicht so schlimm. Und es ist voll knorpelig. Aber es misst, ne? So, wir legen das einmal an und gehen einmal ungespannter Zustand, ne? Also ich spanne das jetzt nicht. Und im ungespannten Zustand habe ich 49 cm. Also wenn ich das ein bisschen spannen würde, kommen so 2-3 cm dazu, sind wir bei 52 cm. 52. Das ist genau die Länge, wie ich meistens immer für meinen Kopf mache. Ich kann mal meinen Kopfumfang messen. Und dass ich das wirklich gemacht habe, seht ihr auf meinem Daily-Kanal. Oh mein Gott, habe ich einen fetten Kopf? Ist das so normal? Okay, also 56, ne? Habe ich so einen fetten Kopf? Aber wenn ich das hier umlege, ist es okay. Weil ich habe es ja mit Anliegen gemacht. Also 52 cm bei 56 anscheinend okay. Ist eine gute Toleranzgrenze. Falls euch das irgendwie weiterhilft. Ansonsten, Leute, legt euch das Bündchen immer an. Und wenn es kneift, dann müsst ihr noch eine Runde. Und wenn es nicht zu fest sitzt, sondern wunderbar, nicht vom Kopf rutscht, sondern perfekt sitzt, dann ist okay, ne? So, jetzt suchen wir uns eine Seite aus, die unsere Außenseite sein soll. Mir ist aber eigentlich völlig egal. Und dann werden die beiden Enden übereinander gelegt. Jo. Und dann wird das Ganze mit festen Maschen, das ist dann übrigens die linke Seite von eurer Mütze, zusammengenommen. Weil wir wollen dieses zusammengehäkelte, wollen wir nachher nicht sehen. Das machen wir, das stülpen wir nachher um, damit wir das nicht sehen. Genau. Und ruckzuck habt ihr ein Mützenbündchen. Was eigentlich, wenn ihr das gemerkt habt,
wenn ihr jetzt schon gehäkelt habt, super schnell gemacht ist, oder? Nicht mal einen Abend sitzt man daran, da hat man ein Bündchen fertig. So, festgehäkelt. So sieht das denn aus und so sieht das von da aus. So, und jetzt stülpe ich das einfach so um und dann guckt mich jetzt die rechte Seite an. Ihr seht das da? Und das haben wir gerade gehäkelt. Ja, diesen Faden hier nehme ich gleich wieder mit. Und jetzt häkeln wir erstmal feste Maschen. Und zwar seht ihr ja die Reihen, ne? Das hier ist die erste Lücke. Da kommt eine feste Masche rein. Da ist die zweite feste Masche. Hier die nächste. Drei. Da ist die nächste. Vier. Und wo ist die nächste? Da. Fünf. Die fünfte verdoppeln wir immer. Da kommen also zwei rein. Und dann weiter im Takt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Einmal verdoppeln. Und wieder. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und die fünfte verdoppeln. Und so geht das eigentlich, bis ihr die Reihe rum seid. Da fehlt ein Faden. Jo. Ich mache das jetzt erstmal bis Reihe rum. Okay, und auch hier, wenn ihr das gemacht habt, bitte nochmal anprobieren, bevor wir jetzt hier weitermachen, ob das immer noch sitzt oder ob das zu eng ist, weil dann macht es bitte nochmal auf, das, was wir eben gehäkelt haben, die festen Maschen, und versucht die Maschen ein bisschen enger zu setzen und wie gesagt, immer jede fünfte. Was habe ich jetzt gesagt? Jede fünfte Masche verdoppeln. Also 1, 2, 3, 4 einzelne und die fünfte wird verdoppelt. So, Achtung. Da so viele im Podcast gerufen haben, sie möchten nicht unbedingt eine Strickeanleitung, ich aber eine Strickeanleitung haben möchte, habe ich mir für die Häkler natürlich noch was gedacht. Ne? Es wird ein bisschen komplizierter, liebe Häkler, ne? Aber da müsst ihr jetzt durch. Und zwar haben wir jetzt das Problem, Das, was ich mit euch machen muss, möchte, wird hier gehäkelt. Diese Maschen unter den Maschen behäkeln wir. Ja? Ja. Genau. Das heißt, wir gehen hier unten lang, holen den Faden und machen eine feste Masche. Das ist vielleicht wirklich ein bisschen kompliziert, aber dadurch entsteht hier hinten
dieses Maschenglied, ne? Und wenn wir das wirklich die ganze Zeit wiederholen, habt ihr auch eine schöne Strickoptik. Das Ding ist, ihr müsst eure Mütze dann wieder wenden. Das ist wieder, ja, das hat sie sich jetzt wieder nicht gut durchgedacht. Das heißt, ihr müsst die Mütze wieder wenden und dann seht ihr nachher dieses Strickmuster, wie das hier so hoch geht, ne? Das wäre eine Variante, die ihr machen könnt, die ich mir jetzt für euch ausgedacht habe, um ein bisschen Strickelemente bei euch reinzukriegen, ne? Bei denen, die nicht stricken wollen. So, gucken, wie weit wir es aufkriegen. Wir können das Ganze aber auch ganz anders lösen, indem alle Häkler immer in das hintere Maschenglied stechen und so ihre Mütze gestalten. Und das einmal hochhäkeln, bis eure Länge erreicht ist. Entweder wollt ihr eine Mütze machen und dann müsst ihr gar nicht so lange häkeln. Oder ihr macht eine Beanie, dann müsst ihr das natürlich ein bisschen höher häkeln, ne? Immer in das hintere Maschenglied und auch keine Runde beenden oder irgendwas. Wir fangen sofort an und arbeiten uns in Spiralrunden rum. Und dadurch, dass das feste Maschen sind, könnt ihr auch jederzeit aufhören. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist wie beim Stricken. Es ist natürlich ein bisschen mühsam und ein bisschen aufwendiger. Ich werde fürs Thumbnail bestimmt auch noch mal so eine Mütze machen, damit ihr wisst, dass es hier eine Häkel- und Strickmütze gibt. Ich werde diese Variante aber häkeln für euch nochmal und mit euch damit den Abschluss machen und auch die Strickvariante den Abschluss machen. Das, was ich vorhin gezeigt habe, das da, das werde ich nicht machen, weil das ist mir zu aufwendig, da habe ich jetzt keine Zeit für. Aber es ist eine richtig coole Idee und wenn jemand das macht, da würde ich mich drüber freuen und dann hinterher in die Kommentare bei Facebook, in meiner Facebook-Gruppe gerne die Bilder posten, wir freuen uns. Wie gesagt, ich mache das mit einem helleren Ton, mache ich das nochmal, damit man eventuell das Muster auch nochmal ein bisschen cooler rauskommen sieht, ne? Und nachher, wenn wir fertig sind mit unserer Mütze, also wenn ich fertig bin, zum Schluss des Videos, beende ich dann beide Mützen in diesem Video mit euch. Also, ich habe damit jetzt meine Häkler hoffentlich auch eine kleine Überraschung gemacht. Wie gesagt, ist genauso mühsam wie für meine Stricker jetzt, ne? So, die Stricker. Eure Stricknadel bereit, eure Faden bereit. Und jetzt gehen wir hier rein und das erste Ding, was wir hier machen, ist natürlich ein bisschen aufwendiger und kostet ein bisschen Mühe. Aber ich sag mal, das lohnt sich und es ist nur die erste Seite, die so blöd ist, ne? Also das ist nur die erste Reihe, die so ein bisschen schwieriger ist, aber das geht. Kurz Konzentration bitte. In beide Maschenglieder einstechen und den Faden holen. Einmal ringsherum, bis man alle Maschen bearbeitet hat. So, jetzt bin ich hier am Ende angekommen und jetzt muss ich hier meine Nadel, oh, sie hängt, da reinstülpen. Ja, sie könnte durchaus ein bisschen kürzer sein. Sie ist fast noch zu lang.
Aber so sieht das jetzt aus. Und so kann ich das jetzt nach oben stricken. Zur Not könnte man auch die Magic Loop machen. Dazu nimmt man ja hier die mittlere Schiene raus, dass man eine Schlaufe hat. Wartet mal. Kriegen wir das jetzt irgendwie auch mit der kurzen Nadel, kriege ich es nicht gezeigt. Also man zieht das hier raus und dann hat man ja hier Maschen auf der Nadel. Und dann zieht man die hier so nach vorne und dann strickt man immer eine Nadel ab. Auch doch, ging mit der kurzen doch ganz gut. Das geht dann vielleicht ein bisschen besser, als wenn ihr das auf der Rundstricknadel habt. So sieht das dann aus. Und dann stricke ich das hier so ab. Gut, jetzt wird eigentlich bloß noch in die Höhe gestrickt. Und wie gesagt, es werden keine Abnahmen gearbeitet und gar nichts. Wir stricken einfach beliebig in der Höhe. Ich werde das nachher auch wieder ausmessen, wie hoch ich es gestrickt habe, bis ich das oben zusammenziehe. Weil was anderes machen wir nicht. Wir fädeln uns da einen Faden durch. Sowohl bei der gehäkelten als auch bei der gestrickten Variante machen wir da nachher einen Faden durch und ziehen das Ganze zusammen, wenn das fertig ist. So, und jetzt ziehe ich hier die Maschen wieder auf die Nadel und die Nadel ziehe ich raus und dann sieht das Ganze so aus und dann stricke ich die Seite einmal ab. Genau. Jo. Ich werde denn jetzt wohl beide Mützen erstmal vorbereiten, damit ich denn das Ende vom Video euch nachher zeigen kann. Ich werde es auch, denke ich, meine Magic Loop Technik abstricken, weil das geht einfach besser. Man kann jetzt auch ein Nadelspiel dafür benutzen und kann die ganzen Maschen auf ein Nadelspiel verteilen und damit arbeiten, aber ich finde, mit einer Rundstricknadel geht das auch immer gut. Wenn ihr das Maschenbild ein bisschen enger haben wollt, dann nehmt ihr eine niedrigere Nadelstärke. Ich habe jetzt die 0,4, die 4,0 so rum als Nadelstärke gewählt. Aber man kann das ein bisschen enger und dann wird nachher das Maschenbild auch enger und feiner, genauso wie bei der Häkelnadel. Da kann man da ein bisschen rumexperimentieren und ausprobieren, was einem am meisten gefällt. So, noch einmal zeige ich, wie ich den Magic Loop vorbereite. So, und dann kann ich es abstricken. Genau. Und wenn ich es jetzt beiseite packe, dann mache ich das einmal so. Man kann die Nadeln jetzt auch komplett einmal durchziehen. Zack. Und legt das weg, dann hat man wenigstens nicht die Angst, dass da irgendwas verloren geht, während das Pause macht. Und wenn ihr dann wieder anfangt, dann zieht ihr euch hier irgendwo auf der Seite die Schlinge wieder raus. Das ist völlig egal, ob das mehr oder weniger auf der Seite ist. Spielt eigentlich theoretisch keine Rolle. Genau. Juti, ihr Lieben. Wir sehen uns, wenn die beiden Mützen fertig sind, zum Abschluss gleich wieder. Ja, es geht weiter mit unseren Mützen. Wir haben die Strickmütze, sieht so aus.
nämlich fertig gestrickt. Und dafür müssen wir jetzt die Maschen einmal abketten. Das machen wir folgende Maßen. Ich ziehe das einmal hier wieder raus und mache mir wieder einen Magic Loop, genau. Und dann stricke ich das folgendermaßen einmal ab, indem ich eine rechts, noch eine rechts und dann diese beiden zusammen. Eine rechts und dann habe ich ja wieder zwei auf den Nadeln und die stricke ich wieder beide zusammen. Eine rechts und beide zusammen. Hier wohl letzte Masche verstrickt haben. Die schneiden wir den Faden ab. Wenn ihr den Faden zum Vernähen braucht, ruhig ein bisschen länger. Also so hier, das reicht auch schon dafür aus. Ich brauche den Faden nicht zum Vernähen, weil die Mütze ist ja jetzt hier oben noch offen. Und da würde man normalerweise durch jede Masche den Faden jetzt ziehen, bis ringsherum. Also ihr habt ja hier eure Maschen. Und da würde ich einfach so zickzackmäßig ringsherum gehen, bis ich hier hinten wieder angekommen bin. Und dann wird das zusammengezogen und dann ist es fertig. Ein Faden vernähen, fertig. Ja. Ich möchte aber was anderes probieren. Ich habe hier ein schwarzes Schleifenband, was ich da durchfädle. Ich mache das auch mit der Nadel. Ich fädle das hier einmal durch die Nadel. Ups. Und dann fädle ich hier durch jede Masche, genauso wie ich das eben gezeigt habe mit den Faden. Ich hoffe, ihr seht das alles. So hin und her, bis ich auch damit einmal ringsherum bin.
Schauen, ob ich da hinten so an. Einmal durchziehen den Faden. Den Faden tue ich erstmal auf der anderen Seite. So. Und dann können wir das so festziehen. Und jetzt können wir das nämlich variieren. Entweder wir machen das komplett zu, so wie man das bei einer Mütze kennt, Loch verschlossen. Oder wir machen es auf und wir können einen Zopf durchstecken. Das war so meine Zopfmusteridee, die ich jetzt hatte. Verbunden wird das Ganze, wenn wir hier hinten ein Schleifchen machen. Und dann müssen wir hier das hier unten natürlich noch fixieren, damit das nicht weiter auspranzt und schön aussieht. Das mache ich mit einem Feuerzeug. Und dann franzt das nicht weiter aus. Bei Schwarz ist das jetzt relativ einfach, ne? Aber bei anderen Farben immer mal aufpassen, dass das nicht anfängt zu kohlen, so wie eben. Ja, den Faden da unten. Den vernähe ich jetzt gleich hier noch, damit er weg ist. Und dann ist von meinem Knäuelchen auch schon ganz viel übrig geblieben. Ich denke mal, eine zweite Strickmütze könnte man auf jeden Fall noch damit machen. Eine zweite Häkelmütze glaube ich eher nicht, weil wir ja fürs Häkeln mehr Garn verbrauchen. Also wenn ihr hier so eine Strickmütze macht, kriegt ihr aus diesen 300 Metern bestimmt zwei Mützen, denke ich. Weil guckt mal, so viel ist davon noch übrig. Das sollte eigentlich locker reichen für noch eine Mütze. Bei Häkelmützen bin ich mir da nicht sicher, weil ihr braucht ja wesentlich mehr Garn, wenn ihr Häkeln tut. Genau. So, Strickmütze mit Schleifchen oben. Mal was anderes. Und es ist auch egal, wie rum ihr sie tragt, das ist alles schick. Ja. So, ich habe ja gesagt, ich habe noch eine zweite gemacht, nämlich das Häkelmuster, was ich euch gezeigt habe. Und es liegt hier schon neben mir, ihr seht das schon. Da bin ich wieder fremdgegangen. Ich habe dieses Boho-Garn von der Garnmanufaktur Nummer 45. Hat mir die liebe Tatjana zugeschickt. Und damit habe ich diese Mütze gemacht. Das ist dieses Muster, was ich euch gezeigt habe mit dem hinteren Maschenglied. Die feste Masche, die ich immer durchgehäkelt habe. Und so sieht das jetzt aus mit dem Garn. Und auch dafür habe ich mich für ein Schleifenband entschieden. Vorher mache ich hier nochmal eine... Wo ist meine Häkelnadel? Okay. Bin mir eigentlich relativ sicher. Ach so, da. Ich habe sie mir hingelegt, aber ich habe sie mir doch nicht nah genug gelegt. So, ich mache hier erstmal noch meine Kettmasche. Ups. Und schneide mir den Faden so ab, dass ich ihn vernähen kann. Mal durchziehen. So, und den packe ich nach innen. Den vernähe ich gleich wieder von innen. Ja. Für hier habe ich mich für ein blaues Band entschieden. Ich dachte, das sieht da ganz cool aus, wenn wir ein blaues nehmen. Und auch hier, ihr könnt natürlich auch den Faden nehmen und die Mütze gleich richtig vernähen. Ihr müsst da nicht so ein Gespiele machen, wie ich mache. Das müsst ihr nicht machen. Und hier ist es natürlich jetzt mit den Garnen ein bisschen schwieriger zu zeigen. Aber man sieht die Maschen eigentlich. Und da gehe ich dann einmal so im Zickzack lang. Wie ich das vorhin auch bei der Strickmütze gemacht habe. So. Thank you.
Das war das falsche Band. Das da. Wir mal versuchen, an den richtigen Band zu ziehen. Hier machen wir das ungefähr gleich. Und auch hier könnt ihr das so offen lassen für einen Zopf. Oder ihr macht es eben komplett zu, wie es bei Mützen so üblich ist. Den Faden wollen wir rein haben. So. Und ihr macht ihr auch hier eine Schleife rein, die ihr immer wieder aufmachen könnt und immer wieder nachmessen könnt, wie ihr eure, wie das Loch da oben sein soll, ob für Pferdeschwanz oder für einen Dutt oder eben für offen, geschlossen. Ne? Und man hat immer, auch wenn hier denn der Pferdeschwanz, immer ein Schleifchen. Ich finde das ja ultra süß, ne? So, dieses kürze ich mir erstmal ein bisschen, das ist mir zu lang. Und jetzt können wir auch die Schleifchen noch mal ein bisschen nachjustieren. Und auch das hier gucke ich einmal an. Ups. Ja. Damit es nicht weiter ausfranst. Übrigens kriegt ihr ja bei meinen großen Bobbeln immer Schleifenbänder dazu. Jetzt habt ihr auch mal wieder eine Idee, was ihr mit den Schleifenbändern Schönes machen könnt. Ja. Auch hier, dieser Faden muss natürlich vernäht werden. So, und den Faden abschneiden. Fertig. Jo, ihr Lieben, das war's schon mit dem Video. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr macht schöne Mützen. Guckt eventuell mal bei meinem Shop vorbei, ob ihr euch eine Sommer-Frühlingsmütze gestalten wollt oder eine Fahrradmütze. Ich finde die Garne, die Bobbelgarne perfekt für Fahrradmützen, weil dann kann man einen Helm drüber machen. Ja, ihr Lieben, Dankeschön. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo, einen Kommentar und ein Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ich wieder ein Tutorial für euch habe.